Topfgucker TV empfiehlt. Und das jetzt hier ist der Außenbereich von eurem Restaurant? Ja, das ist unser Gästegarten mit 50 Plätzen, der den ganzen Tag auch geöffnet hat. Einschließlich abends mit vollen Speisen- und Getränkeangebot, was wir auch oben drinnen führen. Ja, Topfgucker TV heute zu Gast im Hotel Privat. Warum ein Hotel? Nun, das lässt sich ganz einfach sagen. Das Hotel Privat steht also nicht nur für Übernachtung, sondern es ist ein ganz besonderer Genusspartner. Hinter uns sehen wir die Tafel Einst und Jetzt. Lothar Richter hat gemeinsam mit seiner Frau 1999 dieses Haus eröffnet. Im preußischen Viertel, unweit der Neustadt. Wie kommt man darauf, hier ein Hotel zu eröffnen? Ja, ein Wunschtraum ging in Erfüllung, den wir als Jugendliche schon hatten. Und nach 10 Jahren nicht in Dresden sind wir zurückgekommen, haben uns diesen Traum hier erfüllt. Im preußischen Viertel, ein Gebiet, was normalerweise für Hotels nicht so geeignet ist, aber genau das war die Herausforderung, dass wir die Gäste hierher ziehen, in ein Villenviertel, wo ein bestimmtes Ambiente auch herrscht. Es gab ja noch eine Besonderheit, ihr wart ja das erste Nichtraucherhotel 1999? Ja. In Deutschland mindestens, vielleicht sogar in der EU. Das ist aber nicht ganz bestätigt. Topfgucker steht ja für Genusspartner. Wo liegt denn euer Alleinstellungsmerkmal? Na gut, seit 7, 8 Jahren bieten wir den Gästen als zweite Küche die Hildegard von Bingen Küche an. Hildegard von Bingen, die Äbtissin, welche vor 800 bis 900 Jahren lebte, hat sehr interessante Dinge aufgeschrieben, was die heutige Ernährungsphysiologie betreffen würde. Speisen zusammenstellen mit bestimmten Gewürzen, die sehr gut verdaulich sind, die auch sehr gesund sind, die also einen positiven Nebeneffekt haben beim Essen. Man kann sie also gesund essen. In diesem Sinne, weiterführen Gedanken, jetzt kommen wir wieder auf die Kulinarik. Topfgucker steht immer auch für ein schönes Rezept. Und ich verrate mal ein was, Lothar Richter war also der jüngste Küchenmeister aus dem Bezirk Dresden zu DDR-Zeiten. Und von diesem Know-how hat er sich noch einiges behalten. Auch wenn er sonst in der Praxis, glaube ich, nicht mehr in der Küche steht, wird er heute für uns was machen. Stimmt das? Ja, ich habe mir da was Kleines einfallen lassen. Am besten, ihr kommt einfach mit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de